gelaufen. Ja, dieses Video schließt an ein anderes Video, was ich kurz vorher gedreht habe, auch mit dem Auto hier. Da haben wir das Black Boost Intake getestet. Das blenden wir hier oben ein. Da könnt ihr mal drauf schauen, bevor ihr das Video schaut. Vielleicht könnt ihr es euch mal nachher anschauen. Wie ihr möchtet. Z60S Facelift Mopf, also das heißt Modellpflege mit OPF. Ja. Und serienmäßig hatte das Auto schon, ich mache es mal wirklich ein bisschen im Schnelldurchgang, hat das Auto schon deutlich mehr Leistung als angegeben. 510 PS, 700 Newtonmeter ist Angabe. Gemacht hat er allerdings 564 PS und 739 Newtonmeter. Und dann haben wir das Black Boost Intake eingebaut, was nicht nur geil klingt. Das können wir gleich mal demonstrieren. Alpi, wo bist du? Hi. Okay, demonstrieren wir es auf jeden Fall gleich mal kurz, was nicht nur geil klingt und geil aussieht, sondern auch Leistung bringt. Und das zeige ich euch jetzt mal eben. So, und da kann man es nämlich sehen. Und zwar haben wir hier oben in der Spitze knapp 20 PS und 20 Newtonmeter mehr Drehmoment. Das Maximaldrehmoment hat sich jetzt nicht verändert, aber wir reden von hier oben. Ich zeige es euch mal eben, wenn man den Cursor nimmt. Und zwar, so, Moment, natürlich nach EWG korrigiert, wie es auch sein soll. So, gehen wir mal auf 6,5 hier. So. Moment. So, also kann man sehen, knapp 20 PS mehr Leistung und knapp 20 Newtonmeter mehr Leistung hier oben bei 6500 Umdrehungen. Kurz ein Soundcheck oder was jetzt hier? Soundcheck, weil vom Klang her ist das heftig. Soundcheck. Zuhören, meine Freunde. Also klingt auf jeden Fall brutal. Intakes sind drin. Dann kommt hier noch, Otto-Partikelfilter noch bearbeitet. Und dann gibt es noch eine Abstimmung. Dann gibt es noch Schubknallen, weil Serie klingt ja also eigentlich gar nicht mehr. Also kann man eigentlich nichts mehr hören so richtig. Und genau. Und Leistung. Und das machen wir jetzt. So, Gewindefinder kommen auch noch rein. Aber das hat mit der Leistung nichts zu tun. Der Alpi macht sich seine Arbeit, um da schon mal alles soweit umzubauen. Und dann melde ich mich gleich wieder mit Leistung. Und dann gucken wir mal, wie viel Leistung wir haben, obwohl die Temperaturen halt echt brutal sind. Alpi schwitzt, hat das T-Shirt umgebaut auf Muskelshirt. Machen wir so. Okay. Lol. Warte, warte, jetzt machen wir so. Warte. Ja, stopp. Ja. Mein Arm ist ein kürzer. So, also, das war es jetzt erstmal. Wir bauen um und dann optimieren wir und dann gibt es einen Soundcheck von hinten. Moment, weißt du was? Lass uns mal kurz Soundcheck machen mit, wie der jetzt nicht knallt. Aber müsst ihr eben das Ding hier drauf malen, dass man das Problem, das Kennzeichen nicht erkennen kann. Wegen Datenschutz und so, ne? Bitteschön. So, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Soundcheck hier, weil die klingen wirklich einfach gar nicht mehr. Ne? So, und dann geht es gleich weiter. Also, Moment. So, Race-Modus, mal los. Passiert gar nichts. Kein Geblubber. Also passiert gar nichts. Als Beweis, wir sind im Race-Modus, zeig ich mal hier. Ach, kann man so schlecht sehen. Na gut, sieht man, also doch da. Ja, also wir sind im Race-Modus und trotzdem, machen wir mal, passiert hier gar nichts. Naja. Okay, lass gut sein, komm, hat keinen Sinn. Jetzt machen wir einfach mal richtig krass. So, jetzt werden wir das Ganze gleich mal abgasangertechnisch modifizieren und dann gibt es Schubknallen, dann gibt es einen Soundcheck gleich, dann gibt es Leistung und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Also bis gleich. Hast du überlegt, es ist eine Bullenhitze hier drin. Alter, ist halt warm. Aber ich habe mir das überlegt. Also, der Otto-Partikelfilter an diesem Kfz wurde jetzt entfernt und wir werden einen Test machen. Wir werden jetzt einfach mal messen ohne Software, nur also mit dem Intake drin und ohne Otto-Partikelfilter. Das heißt, wir haben ja quasi, wir wissen ja, wie viel Leistung wir gemacht haben mit Intake, 581 PS, sowas gucken wir gleich mal. Jetzt gucken wir mal, bringt es überhaupt etwas, den Otto-Partikelfilter zu entfernen, außer Klang? Also bringt es Leistung, wenn wir keine Software machen? Ich denke nicht. Also beim RS4 war es tatsächlich so, also RS4 B9 haben wir mal einen gemacht. Nee, ist doch RS5 war es, glaube ich. RS5 war es, ne? RS5 B9 haben wir gemacht. Da hat das Auto weniger Leistung gehabt ohne OPF und mit Seriensoftware. Dann natürlich dann später mit Software ticken mehr, aber auch nicht so viel. Wir gucken mal. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Soundcheck
Und dann messe ich und dann schauen wir mal, hat es was gebracht? Ja oder nein? So, dann mal. Ja. Hat er vorher gar nicht gemacht, auch interessant. Und ja, jetzt machen wir, oh, das sieht so geil aus, jetzt mache ich eine Leistungsmessung, gucken, hat das was gebracht, ja oder nein. Also bis gleich. Werten das Ganze gerade aus. Also ich würde sagen, bevor ihr sollt das jetzt sagen, Jungs, also was meint ihr? Weniger. Habe ich auch schon vorher gesagt. Vielleicht habe ich auch gedacht. Es ist tatsächlich weniger und ich zeige es euch mal eben. So, also die dicke Kurve ist die Kurve, die wir jetzt gemessen haben. Die dünne Kurve sind, ist die Messung vorher. Man kann sehen, ja, das kann aber auch hier Messtoleranz sein, aber dein Auto hat tatsächlich hier zwischen, ja, 3,5 und 5,5 tatsächlich ein bisschen mehr Drehmoment. Aber oben und sogar ein bisschen mehr Leistung eigentlich. Wenn wir es mal genau gucken, schauen wir mal eben. Wenn wir hier gucken. Naja, ah, doch, tatsächlich. Guck mal. 15 Newtonmeter, ne? Auto hat gute 15 Newtonmeter mehr und 9 PS. 9 PS. Also 15 Newtonmeter, 9 PS im mittleren Drehzahlbereich. Dafür haben wir aber obenrum. Oh, da ist aber deutlich weniger, ne? Ja. 40 PS und 20 Newtonmeter. Soll man den OPF rausmachen oder nicht? Na klar, aber ist ja jetzt nicht abgestimmt. Mit Software. So sieht es nämlich aus. Ganz genau. Also, wir haben gemerkt, gut, wir haben hier unten noch ein bisschen Leistung, ein bisschen Drehmoment mehr, aber obenrum dafür deutlich weniger Leistung. 40 PS weniger durch den OPF. Also durch den OPF, dass er nicht mehr da ist mit Seriensoftware. Ja, und jetzt? Fahren wir erstmal Feierabend. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ne? Jetzt machen wir erstmal Feierabend. So, ja. Alpi kühlt sich. Die gute Klimaanlage. Ja, wir haben eine kleine Klimaanlage eingestellt. Viel bringt tut sie nicht. Einzige, was sie kühlt, ist Alpis, die. Genau, aber nicht die Autos. So, also, wir machen Feierabend, aber wir melden uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir Software gemacht haben. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ihr könnt sehen, die Temperaturen sind Hölle. Hölle, wir hatten 60 Grad an der Lufttemperatur, es ist wahnsinnig warm. So, also bis gleich. Peace. Hat ein C63S OPF
Mit ohne OPF. Aber OPF-Modell. Und Modellpflegemodell. Mit Stage 1.5. Ha, gute Frage. Jo. Fertig und ich würde sagen, das kann sich sehen lassen, leistungstechnisch. Natürlich wieder Temperaturen des Todes, aber ich zeige es mir selber. So, hier könnt ihr sehen, obenrum wird es einfach zu warm, muss man wirklich sagen, es wird einfach zu heiß hier drin. Und wir haben aber trotzdem gute 645 PS und 842 Newtonmeter. Und also das Ding wird auf jeden Fall marschieren wie die Hölle. Das Drehmoment hier, der Unterschied im Drehmoment ist brutal. Und ja, wenn es ein bisschen kälter wäre, seht, wir haben 30 Grad und fast 50 Grad Ansaugluft, ne? Das ist schon warm. Hätten wir es nicht, wird dann hier noch ein bisschen weitergehen, ne? Also nicht ganz so abknicken, aber für die Temperaturen ist es auf jeden Fall sehr gut und Leistung ist da. So, meine Freunde, ja, das war's. Erstmal, ich würde sagen, Auto hat Bums, Auto klingt gut und mehr, also ehrlich, soundtechnisch muss da auch nicht mehr sein. Also finde ich. Ich finde, der klingt so gut, wie er klingt. Und ich würde sagen, ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Guckt, dass ihr auch alle Glocken so anhabt, weil ich glaube, irgendwie 80 oder 90% meiner Abonnenten sieht gar nicht, wenn wir Videos hochladen, weil die Views sind so niedrig und Abonnenten haben auch 150, 153.000. Also ich glaube, die meisten von euch sehen einfach gar nicht, dass wir ein Video hochladen. Also guckt, dass ihr alle Glocken und so anmacht, alle Benachrichtigungen und dann geht's weiter. So, das war's von mir. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.